Hallo. Unterstrich John Just Chetsky, eure Gang. Sind wir da? Sind wir live? Meine Damen und Herren, wir sind am, dreimal dürft ihr raten, wo wir sind und was wir machen jetzt. Wir gehen klettern. Fast. Nicht ganz. Helene Fischer Konzert. Auch fast. Fast richtig. Ich gebe euch mal einen Hint. Siebernack Just subscribed Dicey 7. Ich gebe euch einen Hint. Hat es schon jemand rausgefunden? Hallo. Hallo, Chat. Hallo, Jens. Na? Wie geht's dir? Super. Boot fahren, Skydiven? Nee. Alles nicht. Aber Mesogon hat schon recht. Wir setzen uns gleich in den Helikopter und fliegen über die Alpen. Ich fliege. Ich muss kurz mal... Also wenn, dann habt jetzt noch mal das letzte Mal rein für die Kosten des zukünftigen Krankenhausaufenthalts. Wir haben beide hart trainiert in GTA 5, wie man Helikopter fliegt. Ja. Und ich werde gleich mal das Steuer übernehmen und mal eine Runde fliegen. Jens fliegt heute. Ja, flieg gleich. Danach werden wir noch, glaube ich, Zahnradbahn fahren und fahren irgendwie so da hinten noch die Berge hoch. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob der Stream noch an sein wird, weil, wie gesagt, ich will noch fotografieren heute. Und mit IRL Backpack ist das ein bisschen schwierig. Vielleicht hat sie euch auf die Schulter oder so, müssen wir mal gucken. Machen wir ganz spontan. Ich habe jetzt nur angemacht, dass ich auf Band habe, dass wir Helikopter geflogen sind. Ist nicht mein erstes Mal, aber für euch. Security? Ja, natürlich. Oh, das wird schön auf dem Stream. Geil. Ja. Ich glaube, du möchtest die Kettenbahn. Was, Flips? Wo du das ja gerade gesagt hast. Was ist denn eine Kettenbahn? Magst du das kurz mal erläutern? Das ist das, was hier auf dieser Webseite steht. Was steht denn da? Kettenbahn. Ja, aber was ist denn eine Kettenbahn? Die wollen da verkaufen, dass man in die Kettenbahn einsteigt. Dich nicht darüber ausbilden, wie das Kettenbahnsystem. Vielleicht schon. Da passiert vielleicht darüber. Aber vielleicht gibt es ja eine Zweisatzbeschreibung, was eine Kettenbahn ist. Ich lasse dich oben auf der Hungerburg. Auf der Hungerburg? Ja, das ist der erste Stopp. Das ist Kettenbahn. Das ist schön. Dich aus. Da können wir vielleicht Spätzle essen dann. Oh, ich brauche meinen Boardpass noch. Oh, hier. Den muss ich ja noch vorzeigen. Okay, Chat. Mega, Alter. Mega.
Ist nur ein bisschen scheiße mit drei Kameras. Ja. Mir tut so das Handgelenk weh. Was ist los? Ich bin, das ist so ein Moment in meinem Leben. Ich weiß nicht, was, ich kann nichts sagen. Ich bin so überwältigt einfach von allen Gefühlen, die man gerade haben kann. Ich habe gehört, wir gehen demnächst nochmal fliegen. Wir machen, das war nicht das letzte Mal. Das war nicht das letzte Mal. Ich habe gehört, wir gehen nochmal in Dubai, habe ich gehört, nächstes Jahr. Ich fand, hier vorne, als wir hier angekommen sind, hat er wirklich, haben wir so, sind wir so rumgeflogen. Ja, das war schon sehr schön. Also er hat von da vorne, als wir auch geflogen sind, hat er halt irgendwie so gemeint, so, ja, du weißt schon, dass da vorne ein Berg ist. Und so, ja, den sehe ich manchmal, ich bin heute, ich habe ja noch nicht so viel getrunken. Und dann fährt viel erstmal so runter und dann so, dann hoch und dann den hier. Und ich so, Das war schon geil, ey. Das ist halt, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, man sollte in seinem Leben wirklich einmal Helikopter fliegen. Und länger. Das hat, sich das bei euch auch angefühlt, 5 Minuten einfach? Ey, mal ohne Scheiß. Ich habe nur die eine gehalten zwischen Fuß und Hand und die mit der anderen die ganze Zeit nur... Dann hat er jetzt zu mir, am Anfang hat er extra gesagt, bitte nicht über die Hälfte rüber und nichts berühren. Ja, so ich dann in der Größe, ich saß vorne so. Ja. Und dann immer, ich glaube, so Fotos nur. Ich habe so eine Schmerz im Handgelenk von der Kamera. Ich habe nicht mal Chat gelesen. Chat, ich habe euch nicht gelesen. Tut mir leid, ging nicht. Jetzt fahren wir noch Zahnradbahn, Chat. Wir gehen jetzt, glaube ich, nochmal ins Hotel. Ja. Und dann fahren wir mit der Zahnradbahn nochmal auf der Seite da hinten hoch. Wo ist denn Jens? Ich habe gerade 10 Influencer in einem kleinen Raum und 6 davon sind alle am Streamen. Wir können das nochmal machen. Können alle mal ganz drüber gehen? Nein. Doch, alle mal drüber. Lass mich aussteigen vorher. Warum? Was passiert gerade? Oh, merkst du es nicht, wie es kippt? Oha. So, jetzt alle zurück. Du bist der Einzige, der es dumm ist. Komm, mach mal mit jetzt hier. Wenn wir das schnell machen, können wir schauen. Das wird richtig geil. Nee, das kann auch sein, dass wir tatsächlich auf 3 springen. Nein, wir springen jetzt nicht. Was ist euch? Alle Lebensmittel. Wer fährt? Ja, wer fährt eigentlich? Oh, ich hab keinen Gondel-Führerschein. Ich hab Führerschein. Für Gondel. Das wäre ganz klar nichts für mich. Also ich sag mal so, bis jetzt geht's tatsächlich noch. Ja, warte. 3, 2, 1. Ich glaube, es könnte halten. Das könnte wirklich halten, ja. Das könnte auch halten, ja. Alter. Da unten ist Innsbruck. Da unten ist Innsbruck. Ich habe es so dreckig, dass das nicht funktioniert. Das ist so grau. Das ist so grau, sauber. Da fehlt die Farbe. Kannst du Photoshop, kannst du Farbe noch dazu machen? Oh! Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts Wir fahren noch höher. Chat, wir fahren noch höher. Okay, wir sind da. Wir gehen jetzt nochmal 300 Meter hoch. Was? Ist das? Live-Chat, könnt ihr das sehen? Sag bitte ja. Sag bitte ja. Dieser zufriedene Gesichtsausdruck. Ich sehe ihn immer wieder bei dir an solchen Orten. Ich bin,
Espresso. Ich will jetzt echt nicht übertreiben, aber es gibt schon Wein. Da können wir einfach mal Wein? Da können wir einfach mal heulen. Ja, mach doch.